Herzlich willkommen zum Anstoß, dem 96-Talk der neuen Presse. Es begrüßt Sie unser Moderator Christoph Danowski. So, da bin ich ja schon. Also, wir begrüßen hier auf dem Podium einen Mann, der schon von Welt- und Europameisterschaften berichtet hat, als ich noch ein kleiner Junge war. Vor allem aber von Bundesliga- und Zweitligaspielen der Roten. Das seit 36 Jahren für ihn ist es die letzte Saison vorm wohlverdienten Ruhestand in Griechenland. Er schreibt auf, was ist und was war ist. Herzlich willkommen, Andreas Willeke. Ja, und da hat es den Mann an unserer äußeren Flanke getroffen. Wir beide hatten Corona, er noch ein bisschen länger als ich. Und ich fühle mich wie ein 70-Jähriger und der Lange fühlt sich wie ein 100-Jähriger, hat er mir gerade gesagt. Aber egal, er ist Kult, er war Kult und er wird immer Kult bleiben. Hier ist Dieter Schatzschneider. So, und dann haben wir einen jungen Mann, 33 Jahre, aus Berlin herkommen lassen, den ich heute auch erst kennengelernt habe. Ist nämlich ein Freund eines Freundes und der steht hier stellvertretend für zigtausende Anhänger und Sympathisanten. Er kommt aus dem Landkreis Nienburg, ist Rechtsanwalt in Berlin, war seit 2008 Dauergast in der Nordkurve und unterstützte die Mannschaft von Mirko Slomka auch auf der Europatournee. Dank seiner wirtschaftsrechtlichen Expertise ist dem Doktor der Rechtswissenschaften auch das komplizierte gesellschaftsrechtliche Konstrukt rund um die Profitabteilung nicht fremd. Herzlich willkommen in unserer Runde, Merlin Göhmann. Schön, dass du da bist. Ja, und wenn ich den Mann sehe, und ich sehe ihn relativ häufig, er hat ja mittlerweile zwei Wohnsitze, ist auch auf Mallorca, aber wenn er hier ist, dann trifft man sich mal am Maschsee. Und wenn ich ihn sehe und ansehe, dann bin ich immer irgendwie auch so ein bisschen wieder in der guten alten Zeit. Und die ist noch gar nicht so lange her. Mit ihm waren wir bei den ganz großen Spielen. Sevilla, Kopenhagen, Lüttich, Brügge, Atletico Madrid, mittlerweile Lichtjahre entfernt. Er steht für die große Zeit von Hannover 96, ist übermorgen und am Sonnabend, morgen und Sonntag für Sky unterwegs. Gerade zurückgekommen von der Insel, er ist Hildesheimer, hat bei TB Berlin gearbeitet, beim FC Schalke, beim HSV, beim KSC, aber eben vor allen Dingen bei Hannover 96. Viermal war er Trainer, bei der U19 als Co. von Ralf Rangnick, 2019 eher kurz und von 2010 bis 2013 sehr erfolgreich. Herzlich willkommen, Mirko Slomka. So, ich weiß ja nicht, ob ihr stehen bleiben wollt, ich setze mich jetzt hin. Den Schemel haben sie extra für uns aufgestellt. Dieter. Bist du froh, dass es bei all diesem Theater hier ab und zu auch nochmal um Fußball geht? Ja, und es hat mich auch so ein bisschen stolz gemacht. Es gibt ja viele, die immer dann erstmal ganz lange rumreden, bevor sie was verändern. Und ich fand, nach den Spielen, die ich gesehen habe, ich mag ja gern die Raute sehen und ich finde es auch gut, wenn Trainer die spielen lassen. Aber die Raute ist nicht so einfach und es muss schon viel Arbeit im Mittelfeld getan werden, damit dieses, und jeder muss mitmachen, damit die Raute klappt. Und es gab da nur nach den letzten Spielen eine Möglichkeit, ich verändere als Trainer das System oder ich nehme neues Personal, gerade dort, wo das Herzstück ist im Mittelfeld, da haben wir, glaube ich, nach hinten sehr schlecht gearbeitet und da muss ich den Stefan Leitl einfach mal ein Kompliment machen. Der hat beides verändert. Und ich fand es toll, dass die Mannschaft gerade mit den jungen Leuten dann gezeigt haben, dass es auch ohne die sogenannten Stars geht, sondern mit jungen Leuten, mit Power und richtig guten Fußball. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und da muss ich sagen, Kompliment Stefan Leitl. Können wir gerne applaudieren. Habe ihn übrigens vorgestern kennengelernt. Netter Typ, muss man sagen. Ich habe ihn sogar verstanden, er ist ja Münchner. Mirko, wie guckst du dieser Tage auf Hannover 96? Naja, zunächst gucke ich natürlich auch, also hallo erstmal. Ich finde es ganz schade, dass du dein Jackett anhast. Du hast ein wunderschönes Trikot an. Also das wollen wir eigentlich am liebsten sehen. Wir können ausziehen. Oder? Das ist ja das Top-Trikot eigentlich von damals noch. ich gucke natürlich, wie Dieter auch, zunächst mal auf den Sport und kann das ja alles nur bestätigen. Können wir vielleicht nachher noch ein bisschen intensiver drüber sprechen, auch über die Trainerleistung. Gucke da sehr intensiv auf die Mannschaft, gucke auf die Verpflichtung, gucke auf die Entwicklung, gucke aber auch so ein bisschen, was passiert so drumherum. Achim Sarstedt, neu im Nachwuchsleistungszentrum, wo ich ja praktisch groß geworden bin, 10 Jahre lang als Nachwuchstrainer gearbeitet, bevor ich dann nach Berlin gegangen bin.
Auch das war eine schöne Zeit, da schaue ich auch hin. Ich schaue natürlich auf die Stimmungslage. Ich kenne ja viele so, die so Hannover 96 unterstützen, auch finanziell unterstützen, die oft bei den Spielen dabei sind. Und sehe durchaus auch da so eine positive Atmosphäre, so grundsätzlich. Die haben Bock, ins Stadion zu gehen, die haben Lust auf die Mannschaft. Und das ist erstmal ein sehr gutes Zeichen, ein schönes Zeichen. Und die Entwicklung jetzt mit 1-0 gegen Regensburg, 4-0 in Magdeburg, 2-0 gewonnen, 5 Tore gemacht. Also ich finde, das ist grundsätzlich erstmal auch positiv zu sehen. Dieser Blick ist gut. Merlin, du lebst in Berlin, arbeitest dort auch und bist also ein bisschen weg vom Schuss jetzt von 96. Wie guckst du auf die Mannschaft? Guckst du da eher sportlich drauf oder interessiert dich doch alles das, was im Führungschaos gerade versinkt? Ja, beides. Auch von mir herzliches Hallo erstmal. Ich freue mich ganz besonders, hier zu sein mit Mirko Slomka eben, kann die Komplimente zurückgeben. Vor 11 Jahren, da war ich sportlich mit dabei, als in Sevilla wir uns auch begegnet sind. Nicht jetzt persönlich, so wie heute, aber eben im Stadion. Das hat leider ein bisschen nachgelassen. Das ist so, wenn man woanders wohnt, kommt man nicht mehr ganz so oft ins Stadion nach Hannover. Ich probiere es trotzdem so oft wie möglich. Ab und an ist ja auch mal ein schönes Auswärtsspiel drin. Ja, meine Wochenendpläne drehen sich trotzdem noch oft genug um den Verein und das ein oder andere muss darunter leiden. Nichtsdestotrotz verfolge ich natürlich auch die Führungsfrage mit großem Interesse. Das liegt so ein bisschen auch an dem beruflichen Hintergrund. Als Kartellrechtler habe ich auch von 50+1 schon mal gehört und bin ja interessiert, wie alles, was damit zusammenhängt, weitergeht. Na, wir werden deine Expertise noch einholen. Andreas, wie ist deine Gemütslage? Rein professionell oder bist du auch manchmal einfach genervt? Ja, also sportlich bin ich im Moment sehr positiv gestimmt und wenn ich mich mit Steuertricks oder irgendwelchen rechtlichen Fragen hätte beschäftigen wollen, wer wie was warum macht dann und machen darf oder auch nicht, dann hätte ich wahrscheinlich Jura studiert oder wäre Steuerberater geworden. Ich bin aber nun mal Sportjournalist und von daher finde ich das auf die Dauer jetzt, da sich das jetzt auch schon ein bisschen hinzieht, ziemlich ermüdend und nervig, wenn ich ehrlich bin. Mirko, wenn man jetzt die Entwicklung anschaut, dann war der Saisonstart erstmal nicht so 100%ig gelungen. Jetzt siehst du natürlich eine Leistung nach oben. Ist das schon eine Entwicklung? Also kann man jetzt schon sehen, dass da was passiert, was gut ist? Ja, da können wir nochmal zurückgehen auch zu den Eingangsworten auch vom Dieter, der es ja sehr gut auch beschrieben hat gerade. Begonnen haben wir mit der Raute, 4-4-2 mit einer Raute, mit einer Mannschaft, die ja neu zusammengestellt worden ist. Halte ich auch für extrem schwierig zu trainieren. Ist sehr kompliziert, die Abläufe sind sehr kompliziert, weil Laufwege müssen passen, Anlaufverhalten muss passen. Meistens ist es dann so, dass natürlich Räume entstehen. Das passiert auch bei anderen Systemen, aber bei dem System ist es besonders kompliziert, alle Räume zu schließen. Hat man auch gesehen. Und da finde ich es auch gut, ne? Wenn Plan A nicht funktioniert, dann hat das Alphabet noch ein paar mehr Buchstaben, nämlich noch 25 weitere. Und jetzt gibt es Plan B oder vielleicht auch schon Plan C. Und das finde ich auch gut. Es gibt eine Entwicklung, finde ich, in der Struktur der Mannschaft. Es ist, ich habe es gerade gesagt, 2-0 gespielt, offensiv da gewesen. Sag mal, beim Heimspiel in Regensburg war es immer noch ein bisschen kompliziert. Jetzt in Magdeburg nach diesem Wechsel, Dreierkette oder Fünferkette kann man auch sagen, ist natürlich auch für so einen Derek Köhn auf der linken Seite viel besser. Ja, weil ich war ja beispielsweise gegen St. Pauli im Stadion, da haben sie noch in der Raute gespielt. Da habe ich gesagt, boah, Traumtor nach vorne, aber eigentlich auch irgendwie in der Defensive an beiden Gegentoren ein Stück weit beteiligt. Wäre das nicht einer für so eine Fünferkette, der abgesichert ist, ne, wo er ein bisschen auch sich ausleben kann nach vorne. Jetzt haben sie das gemacht, das hat super funktioniert. Und dennoch muss man sagen, unterm Strich war es jetzt auch Magdeburg, Aufsteiger Magdeburg, die auch, glaube ich, keinen guten Tag hatten. Und trotzdem sollten wir das alles so positiv mitnehmen. Und ich glaube, dass Hannover 96 auch mit Stefan Leitl einen Trainer hat, der sehr besonnen ist, der sehr kluge Entscheidungen trifft. Und ich hatte tatsächlich, wie du auch, zuletzt das Vergnügen, mit ihm zu sprechen. Beim Maschee-Fest haben wir uns unterhalten, auch über die Systematik, Raute und so weiter und die Möglichkeiten. Und wir haben sehr intensiv gesprochen und diskutiert und ich finde ihn total spannend. Da will ich nochmal einhaken. Ich habe ihn vorgestern bei einer Veranstaltung der Volksbank auf diese ungewöhnlichen Ballbesitzverhältnisse angesprochen. 70% Ballbesitz für Magdeburg, 4-0 für Hannover. Und habe gesagt, ob das geplant war. Und er sagte, naja, eigentlich wollten wir den Ball schon ein bisschen öfter haben, aber die Magdeburger konnten ja auch nichts mit dem Ball anfangen. Und denkst du tatsächlich, dass man sozusagen bewusst dem Gegner den Ball gibt
und selber darauf achtet, dass man ihn in den entscheidenden Phasen hat? Ja, aber meine, die meisten können sich ja noch daran erinnern, unsere Systematik damals bei 96 war ja eigentlich noch viel schlimmer. Also unsere Idee war ja, nach einem Ballgewinn in 10 Sekunden zum Abschluss kommen. Und das hat da überwiegend funktioniert. Das muss man auch sagen, wir haben zu der Zeit, als wir so erfolgreich waren, Andreas wird es wissen, wir haben ja ganz oft so 1-0 gewonnen, 2-1 gewonnen. Das war immer enge Geschichten. Aber wir haben praktisch mit ganz wenig Ballbesitz sehr schnell nach einem Ballgewinn nach vorne gespielt und versucht, halt einen Treffer zu machen oder zumindest einen Abschluss zu haben, dass man wieder gut stehen konnte. Ich glaube, ganz so ist die Idee jetzt gerade vom Stefan Neitel nicht, weil er schon auch, sagen wir mal, eher so für einen etwas feineren Fußball steht, für mehr Ballbesitzfußball steht. Aber jetzt ging es ja um andere Themen. Neues System, müssen wir mal gucken, wie ist eigentlich die Passfolgen, wer ist in welchem Raum, wen kann ich anspielen, so. Das entwickelt sich erstmal. Und am Ende ist es egal. Ich meine, 4-0 zu gewinnen mit ganz wenig Ballbesitz ist für mich super. Dieter, warum hat es die ersten 3 Spiele nicht so gut geklappt? Ja, das kann ich genau erklären. Das war ja auch schon, also ich habe zumindest gedacht, wenn man schon 3 gute Offensive auf den Halb und auch im Zentrum hat, im Mittelfeld, gute Fußballer, dass man zumindest auf dem Weg nach vorne, ja, ich würde sagen, viele Torchancen hat. Ob alles Tore werden, das ist ja immer dahingestellt. Da braucht man ja auch eine gewisse Qualität, die Dinger reinmachen. Aber der liebe Herrgott hatte leider auch die Rückwärtsbewegung gesetzt. Und da war natürlich immer dünn. Es waren ja sogar Phasen, da spielte die Abwehr gegen eine Überzahl. Und das darf einfach nicht passieren, dass wir hinten offen sind. Und wir waren, das muss man ehrlich sein, am Anfang durch dieses Mittelfeld waren wir manchmal gut bedient, wenn wir nur 1 oder 2 Tore gekriegt haben. Also was der Gegner phasenweise an Chancen hatten, das ging auf keine Kuhhaut. Und ich glaube, na gut, ich weiß es nicht, aber ich liebe halt die Raute, weil sie wirklich für die Zuschauer spannend ist, auf dem Weg nach vorne, viele Torraumszenen. Aber für uns ist es, nachdem wir jetzt fast die Mannschaft umgekrempelt haben, vielleicht ganz wichtig, erstmal einfach eine Formation zu finden und ein System zu finden, was zu dieser Mannschaft passt. Und die Raute war es am Anfang nicht. Andreas, gleich nach dem ersten Spiel in Lautern hat Harvard Nielsen die Ekel-Debatte losgetreten. War die Mannschaft zu ruhig? War sie zu brav? Ja, das hat Nielsen, glaube ich, in der Erregung nach der Niederlage gesagt, weil das Tor fiel ja da durch so einen blöden Standard dann noch in der Nachspielzeit. Natürlich musste die Standards besser verteidigen. Da hat es sicherlich gefehlt an der Konsequenz und an der Schärfe, sich dagegen zu wehren. Das ist sicher richtig. Aber ich denke, im Prinzip ist es eher, ja, vielleicht waren die Verteidiger und so zu brav, aber eigentlich ist es eher das, was Dieter eben gesagt hat, dass die Besetzung im Mittelfeld in der Raute mit Bezuschkow und Schaub, das hat, glaube ich, nicht gepasst. Das sind so Leute gewesen, die nicht wirklich nach hinten gearbeitet haben oder mitgearbeitet haben. Der Louis Schaub vor allen Dingen auch so. Ich glaube, das war eher so die Problematik, die dahinter gestanden hat. Mirko, ist es nur Pech, wenn man in der Nachspielzeit öfter noch einen reinkriegt? Da können wir ja gerade mal beim BVB anrufen, ne? Wie das so ist, in der Nachspielzeit ein Tor zu kassieren. Oder auch 3. Ich glaube, oder auch 3, ja. Also Edin Terzic hatte bestimmt auch keinen großen Spaß. Ja, das sind so Situationen, die passieren. Ich kann mich übrigens gut erinnern, da beziehe ich auch gleich den Andreas mit ein, der war nämlich dabei bei dem Spiel, als wir 3:3 gespielt haben in Karlsruhe. Vielleicht kannst du dich noch erinnern. Wir haben in 90 plus 3 haben wir das 3:2 gemacht, Henne Weidand nach Flanke von Emil Hansen, ja, und kriegen dann danach ja das 3:3, 90 plus 5 und Ron die rote Karte. Und da denkst du natürlich als Trainer draußen, also erstmal denkst du 3:2, du hast mich am nächsten Tag kritisiert, ich kann mich gut erinnern, hast gesagt, der hat zu viel gefeiert, der hat nicht auf seine Mannschaft eingewirkt, ich kann mich sehr gut erinnern. Also eigentlich, gefühlt, wollte ich wie Jürgen Klopp auf den Zaun der Fans sprengen und sagen, wie geil ist das denn, dass wir jetzt hier in Karlsruhe 3:2 führen und möglicherweise gewinnen, weil wir ja im Pokal ausgeschieden waren. Ich habe dann gedacht, oh, gute Entwicklung und so, haben jetzt gut gearbeitet. Und dann habe ich den Backer, also Marvin Backer-Lorz, der war damals Kapitän, wurde allerdings nur eingewechselt in der Partie, habe ich so ganz kurz informiert, wir müssen jetzt auf alle Fälle versuchen, dass wir jede Flanke verhindern. Und es gab einen Einwurf für den KSC, ich weiß es noch, weil es direkt vor meiner Nase war. Und wir haben es halt katastrophal verteidigt. Und das passiert. Zieler hat daneben geboxt. Zieler hat so ein bisschen daneben geboxt.
Und eigentlich hatte ich die Hoffnung, und ich hatte dem Ron auch so ein bisschen dieses Signal gegeben, du musst bei jeder Flanke einfach rauskommen, weil ich ja wusste, dass es ein super Torwart ist in der Box, der fängt ja alles weg normalerweise. Und in diesem Fall nicht so, und dann hat er irgendwie daneben geboxt, hat den Spieler noch getroffen, kriegt die rote Karte und so, alles so wirrwarr. So, und dann denkst du, bei 3-3 in Karlsruhe, jetzt hast du irgendwie 5-0 verloren. Und so geht es den Dortmund dann jetzt auch und so wird es allen gehen. Aber Dieter, du weißt das auch aus eigener Erfahrung, wenn sowas passiert, wenn sowas kippt, da hast du wenig Chancen einzugreifen und brauchst dann Mentalität, du brauchst Willenskraft, dagegen zu halten. Und da brauchst du natürlich auch so eine Führungsmentalität, dass da einer auf dem Platz ist und sagt, hey komm, jetzt müssen wir diese eine Minute, Jungs, müssen wir alles zusammenhalten. Und wir waren einfach vielleicht ein Ticken zu euphorisch nach dem 3-2. Und deswegen kassierst du ihn neu. Also ich kenne es nicht, weil ich war kaum hinten. Also ich kann mich noch erinnern, wenn ich gespielt habe, da war der eigene 16, da war passé für mich. Merlin, die mitgereisten Fans waren nach der Niederlage in Paderborn sauer auf die Mannschaft. Und wir haben uns natürlich gefragt, ist das nicht ein bisschen früh? Müssen die Fans ihrer Mannschaft nicht in so einer Phase noch ein bisschen mehr Kredit mitgeben? Ja, ich selber war nicht mit in Paderborn. Sicherlich ist da was dran. Aber was heißt Kritik? Also wenn kritische Stimmen kommen, dann spricht das ja für eine Erwartungshaltung und eine Vorfreude auf die Saison. Und wenn du dann in die Saison gehst und bist bei einem super motivierten Aufsteiger wie Kaiserslautern mit einem vollen Stadion, kommst du ein bisschen in die Defensive, verlierst das erste Spiel, kommst nach Paderborn, hast einen ganz komischen Spielverlauf, irgendwie ganz kuriose Tore, die laufen sich gegenseitig über den Haufen, kommen aber immer wieder. Das sind unruhige Spiele und da kann man dann sicherlich die Enttäuschung der Fans auch ein bisschen verstehen, wenn die dann beide in die Hose gehen gleich. Andererseits bin ich der Meinung, ist jetzt nach dem 4-0 in Magdeburg auch noch nichts gewonnen. Jetzt wird schon wieder vom Aufstieg gesprochen und geschrieben auch zum Teil. Und man muss auch mal sehen, gegen wen hat 96 da gespielt. Paderborn ganz oben jetzt, Magdeburg ganz unten. Das liegt eben auch alles, Raute hin oder her, ein bisschen am Gegner. Und da war Magdeburg sicherlich deutlich schwächer. Da sitzt eine Euphoriebremse neben mir. So weit würde ich nicht gehen. Nee, so weit, ich habe Hoffnung, aber noch keine Euphorie. Das du weißt, wir sind in Hannover 2 Spiele gewonnen, Europacup, 2 Spiele von einem Trainer raus. Würde ich das jetzt auch. Also nicht den Trainer raus, aber Europacup. Dieter, lass uns über Stefan Leite sprechen. Ich fand es ja bemerkenswert, dass der den Schaub und den Besuchkow relativ schnell rausgenommen hat und hat den Leopold und den Tresoldi gebracht und hat die Mannschaft mal eben um 1,9 Jahre verjüngt. Hält er, was er verspricht? Ja, also ich meine schon. Also ich glaube nicht, dass viele sich getraut hätten, am Anfang so gestandene Spieler auch mit seinen Aussagen nach dem Spiel, wie er das Spiel empfunden hat, fand ich immer klar. Ich mag ja sowas, wenn einer klare Worte sagt. Und ich muss sagen, man hat immer so ein bisschen denkt, na, das traut er sich nicht. Nee, den Tresoldi und diesen Leopold, das ist alles junge Bengels und den Foti da noch rein, das macht er nicht. Das traut er sich nicht, dann kriegt er Ärger mit dem Manager, das ist ja heute auch alles so. Dann schimpft der, warum habe ich die geholt und lässt die nicht spielen. Aber ich muss sagen, er hat Eier. Also das ist eindeutig für mich, er hat Eier und ich finde es gut. Ich sehe ja auch viel Jugendspiele und ich finde es gut, wenn er der Jugend eine Chance gibt, kann nur gut für 96 sein. Mirko, ist ja immer ein bisschen doof, jetzt über einen Kollegen zu reden. Ich will dich trotzdem fragen, ob du eine Beurteilung über Stefan Leite abgeben möchtest. Das kann ich gerne, weil sie ist ja extrem positiv. Also ich finde ihn auch positiv, wie der Dieter auch sagt. Ich finde ihn auch sehr ehrlich in seinen Aussagen. Auch nicht nur klar, wie Dieter sagt, sondern ich finde ihn auch sehr ehrlich, also auch deutlich ehrlich. Vielleicht sogar für mich manchmal sogar zu ehrlich in seinen Aussagen, weil es geht ja dann auch immer so ein bisschen gegen die Spieler, gegen so persönliche... Also persönliche Anfeindungen sind manchmal etwas kompliziert. Ich halte ihn für einen außergewöhnlichen Fachmann. Also auch sehr analytisch, gerade aus dem Gespräch, was ich mit ihm hatte, fand ich total klasse. Wie er es auch erklärt hat, warum er jetzt gerade mit der Raute spielt. Es gibt nämlich da auch so ein bisschen das Problem, dass es keine Pfeile auf den Außenbahnen gibt, die wir jetzt so damals hatten. Ja, so richtig schnelle Spieler, die du halt schicken kannst auf den Außenbahnen, sie zu Flanken kommen, um vielleicht so ein Hände oder ein Havard Nielsen auch zu bedienen. So, das hat er halt so nicht und da muss man erstmal die richtige Systematik finden, finde ich. Deswegen war sein Gedanke vielleicht gar nicht so schlecht. Eins muss ich dennoch dazu sagen, ich finde es außergewöhnlich, dass er sich für Hannover entschieden hat. Nicht, weil ich Hannover schlecht finde und ich finde es auch außergewöhnlich, dass Hannover ihn gekriegt hat, weil ich glaube, dass Stefan Leite in der Bundesliga ein durchaus gefragter Trainer war. Denn auch wenn sie jetzt
sofort wieder abgestiegen sind, er mit Fürth, mit seinem Team, war es doch so, dass die Rückrunde irgendwie eher in seine Richtung lief. Und ich habe gedacht, der wird Trainer bei Schalke. Das war meine persönliche, und ich habe gedacht, was, der geht zu Hannover 96? Wow, das ist aber mal eine richtig starke Verpflichtung, richtig geile Aktion von Markus Mann und auch Martin Kind und dem gesamten Team drumherum, dass sie den holen konnten. Ich war echt erstaunt. Also daran siehst du, ich bin echt total begeistert, bin total begeistert von ihm, egal wie die Ergebnisse sind. Ich habe den Eindruck, dass er ein außergewöhnlich guter Trainer ist. Ich habe den Eindruck, dass er so sich in der Stadt irgendwie wohlfühlt. Das hat er mir auch gesagt. Er findet es irgendwie, ja, findet es total charmant. Die Stadt ist nicht so riesengroß. Man lernt ganz viel kennen, sehr schnell. Und es hat überall so gute Ecken und so. Maschefest hat er natürlich auch gleich mitgekriegt. Ist auch ein guter Einstieg. Andreas, du bist am nächsten dran. Du siehst ihn nahezu jeden Tag. Was für einen Eindruck macht er auf dich? Und hast du das vorwegsehen können, dass der in der Lage und willens ist, solche radikalen Änderungen von einem zum nächsten Spiel vorzunehmen? Ja, ich glaube, das ist ja eben schon bei Mirko und auch bei Dieter angeklungen. Er ist wirklich sehr klar in seiner Analyse und spricht auch deutsches, klares Deutsch. Und das mag manchmal für die Spieler tatsächlich ein bisschen schwierig sein, aber selbst nach dem Sieg gegen Regensburg, wo man ja auch sagen muss, dass der glücklich war. Also ich glaube, der Owusu von den Regensburgern stand, glaube ich, dreimal völlig frei da im Strafraum. Wenn er nicht ganz so blöd ist, macht er seine Tore und dann stehst du wieder dumm da. Also er ist auch sehr analytisch und klar und in seiner Analyse auch so, dass er dann durchgreift und irgendwie nicht nur rumlabert, sondern auch agiert und auch irgendwie die Mannschaft umstellt. Und ich habe das schon beim letzten oder vorletzten Mal gesagt, er erinnert mich ein bisschen, Mirko wird das vielleicht bestätigen oder auch dementieren können, ein bisschen an Ralf Rangnick in seiner klaren Struktur, die er hat und Herangehensweise an die Mannschaft und an die Taktik und an das System. Also ich finde, 96 hat hier wirklich ein richtig, richtig guten Schnäppchen, richtig gutes Schnäppchen gemacht. Ich bin auch überrascht, dass das geklappt hat. Ich hatte das auch nicht erwartet, weil ich auch geahnt habe, dass er in der Bundesliga einen Markt hat. Da war ich mir sogar ganz sicher. Und ich glaube, da hat auch ein bisschen so geholfen, dass Markus Mann, der Sportchef, mit ihm mal früher zusammengespielt hat. 2006 haben die ein Jahr in Darmstadt zusammengespielt, im Mittelfeld beide sogar. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Kontakt entstanden und so das Gefühl, man könnte jetzt hier zusammen in diesem Verein, der bei dem es immer drunter und drüber ging, mal Ordnung reinbringen, dass jetzt gerade wieder alles scheint zusammenzubrechen. Scheint ist dann halt ein bisschen Pech. Aber das muss man ja auch sagen, dieses Duo ist eigentlich ein Fund für Hannover 96. Es ist ja nicht nur der Trainer, sondern ist das Miteinander mit Mann. Da sind zwei, die wirklich gerne zusammenarbeiten und das auch gut machen und auch, wo eine wirkliche Ebene drin ist und die wirklich zu funktionieren scheint. Eine ähnliche Herangehensweise an die Mannschaft, an den Fußball. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass die beiden hier ein bisschen länger tatsächlich zusammen das mal durchziehen. Das hatten wir auch. Fredo, bitte ruhig rein. Mirko. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr, fand ich, dass ein Trainer und ein Manager sich gut verstanden haben. Nicht wahr, Mirko? Schmaddi. Also mit Jörg habe ich mich grundsätzlich gut verstanden, aber es gab natürlich eine Situation, da kannst du dich noch gut daran erinnern, da ging es ja um den Brasilianer, der in meiner Vorstellung anders war, als er dann vor mir stand. Und das war dann irgendwie auch dumm von mir, dass ich das natürlich so nach außen gekehrt habe, sondern das hätte ich ja mit ihm selber klären können und ja, dann... Da hatten wir mal ein bisschen Zoff. Aber ansonsten hatten wir eine tolle Zeit, wie du ja gesagt hast, ne, durch Europa gereist. Natürlich auch dank Jörg Schmadtke und seinen fantastischen Entdeckungen. Abdelau zum Beispiel, einer von denen. Ron-Robert Zieler, einer von denen, Weltmeister geworden. Da bleiben wir gleich mal bei. Warte, ich hab noch eine Geschichte, die muss ich noch schnell loswerden. Ihr seid mitverantwortlich, dass der Trainer lange bleibt, weißt du ja. Ne? Also man kann ja so und so schreiben. Also man kann ja alle mitnehmen auf diesem Weg, dass man sagt, das ist der Trainer, den müssen wir es unterstützen. Würde ich super finden. Und dann muss man auch noch sagen, diese Systemänderung, die es ja jetzt gab, hat ja, und auch die Spielerwechsel, die er gemacht hat, die führen ja auch dazu, dass der Gegner nicht mehr weiß, was passiert. Was ja auch super ist. Ne? Also es ändert sich für den Gegner eine ganze Menge. Spielen die mit der Raute, spielen die wieder mit dem System vom letzten Mal oder spielt er vielleicht ganz anders. Also so eine Flexibilität hilft wahnsinnig. Und das Setting in der Kabine ändert sich komplett, weil ja nicht mehr diese Spieler, die jetzt geholt worden sind als absolute Stammspieler, die müssen jetzt auch ein bisschen Gas geben.
und die müssen dafür sorgen, dass sie wieder in eine andere Position kommen. Weil jetzt sind ja die Jungen gerade mal, haben die Nase vorn. Ob die das dann so durchhalten, ist eine andere Frage. Und das ist jetzt ganz spannend zu moderieren als Trainer, zu sagen, die einen müssen jetzt Gas geben, die muss ich anschieben und die andere muss ich bei der Stange halten. So, und das ist ganz interessant, was sich da so in der Kabine auf dem Trainingsplatz tut. Dano, ich glaube zum Beispiel, wir haben Dienstag ein bisschen länger mit ihm gesprochen, dass er durchaus wieder umstellt auf Viererkette jetzt gegen Fürth. Also könnte ich mir gut vorstellen. Er hat auch gesagt, dass es auf keinen Fall die Fünferkette, also Dreierkette, wie man das nun gerade sehen will, für ihn in Stein gemeißelt ist. Und dass, wenn er ein System hat, er sei gerne flexibel, aber wenn es ein System gibt, an dem er, wo er seine Prinzipien am besten umsetzen kann, dann ist das die Raute im Mittelfeld. Und ich glaube, über kurz oder lang wird es dazu wieder kommen. Mirko, man kann 96 nicht vorwerfen, dass wir ja nicht gute Spieler gehabt hätten in den letzten Jahren. Die Frage ist halt nur, ist dieses jetzt eine gute Mannschaft? Also ich finde so grundsätzlich, ist es immer wichtig, so eine Mischung zu haben zwischen jungen Spielern, wie auch in der letzten Partie, und natürlich gestandenen Typen, Persönlichkeiten. Und wir haben ja jetzt gerade auch so eine Achse in der letzten Partie gehabt mit Ron-Robert Zieler, mit Börner davor und mit Nielsen noch ein Stück weiter vorne. Das sind ja schon mal drei Spieler im Zentrum, in einer zentralen Achse, die um sich herum natürlich viele andere coachen können. Und ich finde, das ist ein sehr guter Start. Wenn die alle gesund bleiben, kann man die auch aufbauen zu absoluten Führungspersönlichkeiten innerhalb der Mannschaft, die was zu sagen haben, die was zu melden haben. Ron ist auch noch Kapitän dazu, der hat sowieso was zu sagen. Also diese Achse ist super. Und ich finde trotzdem, oder so wie es jetzt war, finde ich super, weil ich finde, dass Hannover 96 schon immer dafür stand, dass sie Nachwuchsspieler entwickelt haben, ausgebildet haben und irgendwann sind die dann weggegangen. Das Einzige, was nie so richtig funktioniert hat, ganz anders als zum Beispiel in Freiburg, dass wir von vornherein gesagt haben, wir als Hannover 96 gesagt haben, wir bilden die Spieler aus und jeder top ausgebildete Spieler von uns muss dann auch irgendwann Geld in die Kasse bringen und klar ist, dass sie nicht bei uns bleiben. Weil Hannover ist jetzt kein Verein für Spieler, die sich top entwickeln, die ihr Karriereende bestreiten werden. Sondern da gibt es andere Clubs in Deutschland oder in Europa oder auf der Welt, wo dann vielleicht Ende ist. Nicht mal Bayern München schafft es, einen Lewandowski bis zum Vertragsende oder bis zum Ende seiner Fußballkarriere zu behalten. Also bei Hannover 96 ist es so, dass die Top-Talente irgendwann gehen müssen. Und das ist das Einzige, was ich mit Martin Kind auch mal so, wo ich mich mal so gekabbelt habe. Ich habe dem Herrn Kind gefragt, ja, wie wollen wir das handeln? Ja, also er sagt ja, nee, die Spieler, die wir gut ausbilden, die sollen bei uns bleiben. Dann habe ich gesagt, Herr Kind, nee, wir müssen es anders machen. Wir müssen die Spieler top ausbilden und sie dann auch gehen lassen, aber wir müssen dafür das Geld einkassieren, um unseren Nachwuchs wieder fördern zu können. Ja, das ganze Nachwuchsleistungszentrum ist ja top eigentlich bei uns. Muss es fehlen halt die super Spieler. Es gibt immer noch Spieler, die an uns vorbei nach Hamburg oder nach Bremen gehen oder zu Hertha BSC Berlin gehen, aber die müssen einfach wissen, die Spieler, hier werde ich top ausgebildet, super ausgebildet, entwickelt, aber irgendwann lassen die mich auch ziehen und dann sollen sie dafür auch Geld bekommen. So, das wäre eine Systematik, die super passen würde und diese Köpfe, wie Ron zum Beispiel, der jetzt hier bleibt bis zum Karriereende, ist doch super. Das sind alles Typen, die passen zu Hannover, die sorgen dafür, dass in der Kabine die Stimmung passt und insofern finde ich diesen Weg gerade echt gut. Dieter, wer gefällt dir besonders von den Transfers? Also ich sage mir, was mir erstmal nicht gefällt, weil ich einfach glaube, die Mannschaft ist von ihm gut zusammengestellt und man darf nicht vergessen, ohne große finanziellen Möglichkeiten. Aber mir fehlt so vorne noch so richtig einer, so eine Drecksau, der die Dinger reinhaut, wisst ihr? Ja, wo man sagen kann, der macht seine Tore für 96, alles gut. Und wenn es geht, fehlt mir auch noch, aber vielleicht tut sich da ja was ich gehört habe, auch noch ein Sechser, der fußballerisch auch von hinten heraus das Spiel so ein bisschen gestalten kann. Das sind so zwei Positionen, die ich wirklich gerne hätte. Und ich muss Mirko zu 80% recht geben, gerade mit dem Nachwuchs. Das Problem ist immer dabei, du kannst gute Leute haben. Ich mache das ja auch schon lange bei 96. Aber du musst erst mal an diesen Cheftrainern vorbeikommen. Die müssen dann auch irgendwann mal sagen, ja, ich finde den gut. Denn dann bleibt der auch. Nicht? Aber das hatten wir ja auch in der Vergangenheit. Wir haben jetzt zum Beispiel wieder zwei super interessante Leute in der U23 von Daniel Stendel. Das ist so ein Franzose, auch ein Sechser, der aus dem Mittelfeld kommt. Den Namen sage ich beim nächsten Mal.
weil sie sind immer so schwer auszusprechen. Und dann haben wir wieder so einen schnellen Pfeil auf der rechten Seite. Der Andreas kann vielleicht, der kennt die beiden Namen, hilf mir mal. Mamalu. So, da hoffe ich jetzt mal, dass beide, wenn Länderspielpause, oben mal anklopfen und zeigen, was sie können. Denn ich glaube, der ein oder andere von den beiden wird sicherlich ganz interessant werden für 96. Und dafür, diesen Weg sollten wir gehen, sollten aber nicht vergessen, dass wir an gewissen Positionen schon eine gewisse Qualität brauchen. Merlin, aus Fansicht betrachtet, wie gefällt dir die aktuelle Mannschaft? Ich würde mir erlauben, gleich erstmal Dieter zum ersten Mal zu widersprechen. Ich selber würde mich sehr freuen, wenn wir nicht noch einen Stürmer transferieren, denn wie zuletzt durch die Medien ging, ist das dann ja auch eine Blockade für die Jungs vorne. Und Bayer und Tresoldi haben jetzt einen starken ersten Eindruck gemacht. Klar, die können das nicht in jedem Spiel, aber dahinter stehen ja dann noch andere. Da steht ein Hendrik Weidand, von dem wird seit 3 Saisons mehr erwartet, als er bringt. Da steht Cedric Teuchert, da steht Nielsen, der auch vorne spielen kann. Also wir haben da gute Leute und ich finde es persönlich sehr schade, wenn wir jetzt die Jungspunde sozusagen wieder in die zweite Reihe schicken, wie du auch sagst, weil die Cheftrainer dann meinen, sie haben bessere Leute. Deswegen an der Stelle sehe ich keinen größeren Bedarf. Es wurde kolportiert, dass vielleicht noch in der Innenverteidigung was gemacht werden könnte, wenn Wahlbrecht auch verliehen wird, damit er ein bisschen mehr Spielpraxis bekommt. Da könnte ich mir einen Namen vorstellen, weil ich ja auch so ein bisschen für die Nostalgie vielleicht zuständig bin. Der steht hier auch noch auf dem Rücken, ist aber schwer zu erkennen. Mirko lacht ein bisschen. Möchtest du es vorlesen, Mirko? Ja. Salif Sané ist, glaube ich, immer noch vertragslos gerade und das wäre fürs Herz natürlich auch eine schöne Rückkehr. Und ich glaube, er kennt Ron-Robert Zieler ganz gut und Dieter, ich glaube, auch Salif kann auf der 6 aushelfen. Das wäre vielleicht noch so, wenn ich einen Wunsch anbringen dürfte, interessante Spielweise, interessante aber hier. Mal gucken. Vielleicht, ja. Vielleicht ein kurzer Einwurf zu der Stürmersituation, zu der Stürmerfrage. Das ist natürlich für uns Trainer immer schwierig. Ich meine, Dieter war ja selber auch Trainer und weiß ja, wie das ist, eine Entscheidung zu fällen für einen jungen Spieler oder für einen Spieler, der dir vielleicht 20 Tore schießt die Saison. Denn wenn wir die letzten 2 Jahre mal anschauen in der zweiten Liga, dann sind ja meistens die Mannschaften aufgestiegen, die Stürmer in ihren Reihen hatten, wie beispielsweise Terodde oder Duxi, der bei uns ja auch dabei war. Und Burgstaller beispielsweise, ja, die Kleindienst und so, das sind alles so Typen, die halt, die garantieren dir 15 bis 20 Tore und das weißt du halt beim Tresoldi nicht, ne? Ob das oder beim Bayer, die schießen dir keine 20 Tore und ich habe das übrigens mit dem Henne Weidand auch besprochen, als wir beim Tag des Mädchenfußballs zusammen auf dem Platz waren, habe ich gesagt, Henne, wie viele Tore schießt du? Ja, weil Hannover braucht einen, der 15 schießt. Er sagte, ja, das würde ich gerne, aber versprechen kann ich das natürlich nicht. Ich sage, klar. Aber die Transfers auch nicht. Letzte Saison haben wir Hinterseher geholt für einen kleinen Mark und da kam leider auch nicht das Erhoffte. Ne? Also das ist eine zweischneidige Schwert. Also wenn, dann müsste es schon einer sein, der es bewiesen hat. Ne? Genau. Wenn was, ja, Hinterseher hat es ja auch schon beim HSV, glaube ich, seinerzeit ein paar Tore geschossen. Also da würde ich sagen, wenn wir es nicht sicher wissen, dann der Jugend eine Chance. Vielleicht solche Leute nicht aus Südkorea holen, aber gut. Dieter, Stürmer, ja, Merlin sagt Stürmer nein. Was sagt Mirko? Noch einen Stürmer holen? Also ich habe vor der Saison gesagt, auch nach dem Gespräch mit dem Henne und so, als ich das betrachtet habe, habe ich gesagt, das reicht vorne nicht. Aber auch der Sedi wird jetzt keine 10 machen, der macht vielleicht 7, 8 oder so. Das ist auch nicht keine Garantie. Auch ein Bayer ist jetzt nicht bekannt dafür, dass er mehr als 10 macht. Tresoldi wissen wir nicht, ne? Der ist jetzt das erste Mal dabei. Harvard Nielsen ist jemand, der momentan ja eher hinter 2 Stürmern spielt. So, ne? Der kann schon reinstoßen, macht aber auch keine 15. Mir fehlt einfach die Anzahl der Tore, um aufsteigen zu können. Und deswegen, und das Wissen um Tresoldi, das habe ich nicht. Ich sehe den ja nicht im Training. Ich weiß nicht, ob der immer bombt, ob der im Trainingsspiel 3-mal trifft. Das weiß Andreas oder Dieter, die wissen das besser. Ich bin ja nicht dabei. 20 Mal getroffen, ja, aber, in der ersten Saison. Ja, das stimmt. Aber diese jungen Spieler entwickeln sich ja meistens sowieso nur aus der Not heraus. Also damals nur Asamoah oder Sebastian Kehl, die hier damals reingeflogen sind, als es dann in der dritten Liga losging, die haben dann ihre Chance auch genutzt. Und er muss halt die Chance nutzen, der Tresoldi, muss halt dem Trainer zeigen, du brauchst keinen holen, ich bin viel besser. Oder ich bin gut genug. Aber aktuell würde ich eher sagen, ein Stürmer, der trifft, ist wichtig.
Okay, Andreas, du machst den Sack zu. Zwei Fragen an dich. Einmal die Stürmerfrage bitte auch noch beantworten. Und dann, was ist mit dem Ondua eigentlich los? Jetzt soll der verliehen werden oder nicht oder verkauft werden oder was? Ja, fange ich mit Ondua an. Der ist, eigentlich war der schon weg vor der Saison. Die waren mit FC Zürich einig, als Breitenreiter da noch Trainer war. Das ist dann kurzfristig geplatzt und dann ist er jetzt doch hier aufgelaufen. Ja, er will zur WM, er will mit Kamerun die WM spielen. Dazu wäre es ganz gut, wenn er ein paar Einsätze hat. Es ist gerade nicht absehbar, dass er bei 96 überhaupt auf den Platz kommt, nach den ersten paar nicht so gut gelaufenen Spielen, in denen wir in Kaiserslautern, wird wahrscheinlich jeder von euch gesehen haben. Also ich denke, da wird sich noch was tun. Bis zum 1. September, nächste Woche, sind da ja noch Transfers möglich. Also das halte ich für wahrscheinlich, dass er noch den Verein verlässt. Dann ist die Frage, holt man einen Ersatz oder nicht? Mann sagte zuletzt, ja, sie würden versuchen, das dann auf der 6 oder im defensiven Mittelfeld aus den eigenen Reihen zu lösen. Mal gucken, da bin ich mir nicht so sicher. Ich würde auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger holen, weil mit drei Innenverteidigern, professionellen, guten Innenverteidigern, kannst du nicht die Saison bestehen. Das ist zu wenig. Du hast Krainz, Börner und Neumann. Dahinter ist eigentlich keiner. Weilbrecht ist ein unsicherer Kantonist. Ja, und Stürmer bin ich dafür, dass man den unbedingt holt. Nur das Problem ist, man findet gar keinen, der die Tore schießt. Das ist ja eher das Problem. Also ich bin sicher, sie würden gerne einen holen. Aber wo ist der auf dem Markt? Wo ist der Burgstaller? Wo ist der Terodde? Ich sehe ihn gerade nicht, dass er für 96 zu bekommen ist. Wenn es einen gibt, würde ich sofort sagen, schlag zu. Ja, Andreas, jetzt müssen wir uns leider, und Merlin ist jetzt in der Hauptverantwortung, dem Führungschaos kurz zuwenden. Andreas, gib uns bitte mal einen kleinen Überblick für die, die den längst verloren haben, wie mich. Ja, fangen wir mal an. Also völlig überraschend kam eines Abends eine Mitteilung des EV, Martin Kind sei abberufen als Geschäftsführer. Er ist ja Geschäftsführer von mehreren Profifirmen, weil das ja ein kompliziertes Konstrukt ist, aber der entscheidenden KGAA, der Profifirma, die letztendlich den Profifußball verantwortet. Gleichzeitig ging das einher mit der Ankündigung, am nächsten Tag werde ein kommissarischer Geschäftsführer präsentiert. Das war, die Ankündigung gehörte dazu. Das sollte offensichtlich Carsten Linke sein. Dazu ist es dann nicht gekommen. Martin Kind hat gegen diese Abberufung eine einstweilige Verfügung, ich kürze ein bisschen ab, eine einstweilige Verfügung beantragt vom Landgericht Hannover. Da gab es erstmal, mittlerweile eine Verhandlung und da ist Martin Kind Recht bekommen oder beziehungsweise die einstweilige Verfügung ist erstmal so entschieden worden, dass Kind weiter Geschäftsführer bleibt, weil die Abberufung noch nicht rechtmäßig sei. Das steht aber die Hauptverhandlung noch aus und der EV hat auch angekündigt, in die Berufung zu gehen. Das wird dann beim Oberlandesgericht in Celle verhandelt. So, das sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Dazu gibt es eine ganze Menge, ja, was soll ich sagen, öffentliche Diskussion, öffentlichen Diskurs, gegenseitige Vorwürfe mit vielen Zahlen, steuerrechtlichen Dingen, die da auch öffentlich gemacht werden, wo man sich fragt, ob das alles so richtig ist, oder ob das nicht mal als Boomerang irgendwann zurückkommt. Das Hauptproblem scheint zu sein, 50+1 ist ja das große Thema, was für viele Fans so, dass die quasi eine Religion ist, auch für den EV. Das Hauptproblem ist, dass es einen 96-Vertrag gibt, einen Hannover-Vertrag gibt und da ist festgelegt, dass die Besetzung des Geschäftsführers im Aufsichtsrat der sogenannten Management GmbH zu erfolgen hat. Und dieser Aufsichtsrat ist mit jeweils zwei Personen von der Kapitalseite und vom Vorstand besetzt. So. Das heißt, sie blockieren sich gegenseitig und eigentlich war Kind bis jetzt davon ausgegangen, dass er nicht abberufen werden kann, weil eben niemals eine Mehrheit gegen ihn zustande kommt. Also ein 3-1 lässt sich mit den zwei Leuten der Kapitalseite nicht machen. Nun beruft sich der EV aber auf ein Weisungsrecht und sagt, Herr Kind habe mehrfach gegen Regeln verstoßen und sie hätten das Weisungsrecht, dass sie zugestanden bekommen hätten, in dem 50+1 Verfahren ihn trotzdem abzuberufen.
So, und das ist jetzt im Prinzip der Gerichtsstand. Auf der einen Seite die Landgericht, Oberlandesgericht, die Entscheidung darf er abberufen werden. Das Landgericht hat erstmal so entschieden, dass er das nicht darf, weil es sich auf die Satzung bezogen hat. Und die Satzung sagt halt eben, nur der Aufsichtsrat darf den Geschäftsführer abberufen. Das ist die, da geht es halt noch, die nächsten Entscheidungen, die nächsten Gerichte stehen aus. Und das andere ist dann halt noch, wie sich denn die ganze Sache bei 50+1 entwickelt. Da ist dann die Frage, wie die DFL am Ende das Ganze handhabt. Da geht es dann um die Lizenz, die Lizenzfrage, die hat dann auch der e.V. in den Ring geworfen, dass die Lizenz dann gefährdet sei, wenn 50+1 nicht mehr gelte, also mithin dieses Weisungsrecht, auf das sie sich berufen. So, Punkt, machen wir. Das ist jetzt erstmal so das Grobe. Punkt, Punkt, Punkt. Uiuiui. So, Merlin, du könntest uns natürlich jetzt rechtlich einiges erzählen, aber das würde ein bisschen in die Tiefe führen. Erste Frage an dich. Bist du als Fan froh, dass der e.V., also der Verein, die Macht bei Hannover 96 auch über die Profiabteilung erlangen möchte? Also Christoph, lass mich dir nicht zu nahe treten, aber die Frage ist ja schon falsch rumgestellt. Im deutschen Profifußball ist durch 50+1 sichergestellt, dass über jede ausgelagerte Profiabteilung der Verein die Macht im Sinne von Kontrolle im Prinzip hat. Also übernimmt der Verein hier nicht die Macht. Richtig ist natürlich, über die letzten 25 Jahre ist die Macht ein bisschen rausgewandert aus dem Verein. Das ging los mit der Profi-Ausgliederung natürlich 1999, als dann die Kapitalseite, die sogenannte, um Martin Kind 51% der Anteile übernommen hat. Es ging aber weiter bis 2014 mit Kapitalerhöhungen, wo der Verein bis auf 16% Anteile an dieser KGAA Stück für Stück zurückgedrängt wurde. 2014 folgte dann die Übernahme der KGAA durch die Kapitalseite, durch Kind und die anderen Gesellschafter. Und der Höhepunkt dieser Entwicklung war dann 2017 der Versuch, 50+1 endgültig im Sinne einer Ausnahmegenehmigung für Hannover 96 abzuschaffen und auch noch die Management GmbH, von der Andreas eben zu Recht sprach, zu übernehmen. Und das ist keine Machtverschiebung in Richtung des Vereins, sondern eine kontinuierlich einfach nachvollziehbare Machtverschiebung in Richtung der Kapitalseite. Heute ist die Macht noch immer hauchdünn beim Verein. Das wird man mit 50+1 aber schwer umschreiben können, so wie Andreas es beschrieben hat. Im Aufsichtsrat steht es im Moment 2-2. Dahinter steht aber ja noch die Gesellschafterversammlung. Und die Gesellschafterversammlung dieser Management GmbH ist wiederum einzig und allein durch den Hauptverein, durch den Mutterverein geführt. Und diese Gesellschafterversammlung, die eigentlich dem Hauptverein entspricht, hat nun wiederum das Recht, die Möglichkeit, die Satzung so zu ändern, dass auch der Aufsichtsrat anders besetzt werden könnte. Und auf diesem komplizierten Weg hat aber am Ende noch der Verein 50,001 und die Kapitalseite eben ein bisschen weniger. Deswegen, die Macht ist beim Hauptverein und er wehrt sich gerade mit letzter Macht sozusagen darum, dass das auch so bleibt. Okay. Wie könnte man aus dieser verfahrenen Situation am einfachsten rauskommen? Am einfachsten rauskommen? Ja, das hängt natürlich davon ab, was die Zielsetzung ist. Man liest ja in der Presse, Martin Kind ist angeboten worden, einen Rücktritt zum Jahresende von Vereinsseite. Ob das ein faires Angebot war, auch die Streitigkeiten im Moment, gibt es wichtige Gründe oder gibt es keine wichtige Gründe, kann ich genauso wenig beurteilen wie jeder andere Beobachter. Was man beobachten kann, ist, was die letzten 25 Jahre passiert ist. Und da ist meine persönliche Überzeugung und die von vielen meiner Freunde und Fans, die ich kenne, dass Martin Kind zwar seine Verdienste hat um den Verein, dass er aber auch den Ausstieg schaffen muss und dass es vielleicht ein faires Angebot gewesen wäre, dass der Verein ihm da unterbreitet hat, seine Nachfolge jetzt zu regeln. Mirko, was denkst du? Ganz offene Frage. Schön. Also ich mache es mir mal einfach. Er hat mich ja zweimal entlassen, insofern ist es... Nein, natürlich ist es... Also ganz ehrlich, ich habe ihn ja kennengelernt vom ersten Tag an, als er den Verein übernommen hat. Da war ich hier Nachwuchstrainer. Also praktisch bis heute haben wir
gemeinsam ziemlich viele Jahre bestritten. Und ganz ehrlich, ich verstehe das Ziel nicht, was der Verein jetzt gerade verfolgt, also verstehe ich nicht. Also was wollen die jetzt? Die wollen jetzt einen neuen Geschäftsführer, okay, haben sie einen, der das machen soll, der das machen will, dann sollen sie bitte sagen, wer das sein soll. Und ja, also Ziel und Alternative ist mir nicht klar. Ich bin eindeutig auf der Seite von Martin Kind, sage aber auch, und ich glaube, das hat er ja auch jetzt mal versucht, irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, dass man vielleicht einen Übergang schafft und er selber in den Aufsichtsrat vielleicht umzieht und ein neuer Vorstand installiert wird. Aber wer soll das machen? Also was hat der e.V. da für eine Idee? Also das verstehe ich einfach nicht. Und warum macht man das alles öffentlich und jetzt? Und warum werden da Zahlen hin und her gespielt in den Medien? So wie Andreas schon gesagt hat, die im Finanzministerium, die schreiben ganz eifrig mit. Und irgendwann gibt es mal 200.000, ach, die sind doch gar nicht versteuert und so. Müssen wir mal genau gucken. Also für mich ist das alles total, ist schön für die Zeitung, dass da Zahlen, aber es ist total wirr und totaler Unsinn. Also macht für mich alles gar keinen Sinn. Also ich spreche da jetzt nicht für den Verein, das möchte ich sagen. Ich spreche da nicht für den Verein, sondern als Privatperson. Was man nachvollziehen kann, ist, dass das Chaos nicht vom Verein ausgelöst wurde. Das ist jetzt das, was öffentlich geworden ist. Aber der eigentliche Hintergrund ist ja der, der über 25 Jahre passiert ist. Ist ja der, dass der Verein peu à peu zurückgedrängt wurde. Ist ja der, dass 2017 an dieser tumultartigen Hauptversammlung mit Abstimmungen gearbeitet worden ist, die nicht sauber gezählt wurden. Das sind ja Fakten, das ist passiert und jetzt sagt der Verein, das kann ich nicht beurteilen, das können Sie nicht beurteilen, dass es Weisungsverstöße gegeben hat, dass Zahlungen, die zugesagt wurden, nicht geflossen sind. Wenn auch nur eine dieser ganzen Behauptungen stimmt und wenn die Intransparenz, die da eben mit Abschlüssen zum Jahresende, wenn eine dieser Behauptungen stimmt, dann sind das wichtige Gründe für die Abberufung eines Geschäftsführers, weil der sich nicht an die Weisungen der Gesellschafterversammlung hält. Stellen wir Martin Kind da jetzt Dummheit? Weil nee, der ist ja nicht blöd, nee. Der weiß ja, was zu machen ist, welche Zahlungen zu leisten. Ich gebe dir mal ein Beispiel, es gibt ja mal ein gutes Beispiel. Sie können sich alle noch erinnern an die Zeit mit Wallacy, Jonatas und so weiter. Und Philippe war auch noch mit dieser Reihe. Ja, ich war bei Martin Kind und wir haben uns geeinigt darauf, dass wir Wallacy abgeben, und zwar für 6 Millionen. Und ich habe ihm direkt gesagt, Herr Kind, wir verkaufen ihn nur, wenn wir das Geld direkt wieder in die Mannschaft stecken können. Und damals sind direkt ungefähr so 3 Millionen geflossen. Und das andere wurde dann so nach und nach bezahlt, jedes Jahr und so. Und dann haben wir ihn verkauft und kurze Zeit später kam er zu mir und hat gesagt, kein Geld für die Mannschaft, ich muss diese Summe dem e.V. geben, weil die haben nichts mehr, die sind sonst zahlungsunfähig. Also meine Frage auf der anderen Seite ist, was leistet der e.V. eigentlich, um diesen e.V. in Stand zu halten? Also woher generieren die das Geld, außer von der Kapitalseite? Mitglieder, ja, aber dafür kann man die Stammestraße bestimmt nicht finanzieren. Der Verein sagt, er kann das. Und warum, ja, also wir haben die Zahlen nicht und wir müssen dem Verein das unterstellen, dass das auch auf wirtschaftlichen Fakten basiert. Natürlich, warum sollte der Verein sagen, er kann diese Vereinsstrukturen aufrechterhalten, auch ohne die Profiabteilung, wenn dem nicht so ist? Ja, die Gelder sind ja offenbar nicht geflossen. So heißt es. Jetzt mal ganz ehrlich, also wenn jemand 25 Jahre hier für diesen Verein gerade steht, ne, und finanziell sich engagiert und sein Leben dafür, also ganz viel Zeit dafür opfert, nicht sein Leben, aber ganz viel Zeit und sein Unternehmen ja auch ein bisschen vernachlässigt, dann kann es doch nicht sein, dass, wie du gesagt hast, irgendwann am Abend auftaucht, Martin Kind ist als Geschäftsführer abgesetzt. Ey, was ist denn das? Ich kriege doch auch nicht aus der Zeitung mit, dass ich kein Trainer mehr bin. Da muss ich doch mal die Telefonnummer in die Hand nehmen, kommen Sie mal zu mir ins Büro. Das stand bei dir auch schon mal vorher in der Zeitung, dass ich weg bin, ja. Durch die Blume. So, der muss weg, aber das macht man doch nicht. Nein, was ist aber das für eine Verfahrensweise? Du unterstellst, dass das, was Linke, das, was der Kollege aus dem Vorstand gesagt haben, dass das nicht stimmt. Du unterstellst das einfach. Ich unterstelle gar nichts. Ich sage nur, dass der da Weg wurde ist gesprochen. Der falsche. Nein, da wurde gesprochen. Die haben gesagt, Herr Kind hatte bis zum 25. Juli Zeit, sich zu äußern, zu dem Angebot des Vereins, sich an einen Tisch zu setzen, zu verhandeln, ja, und eine Lösung zu finden. Du stellst es so dar, als wäre das Holter die Polter über Nacht passiert. Ich kann das auch nicht ausschließen, natürlich nicht, aber ich kenne die Seite, die der Verein bringt und ich kenne die Seite, die Martin Kind bringt. Und dazwischen ist Spekulation. Wir können uns jetzt nicht hinstellen und sagen, Holter die Polter über Nacht, so war's.
Ne? Okay, ich glaube tatsächlich, dass wir können es ja hier auch nicht lösen. Ich denke nur, es ist gut, es zu verstehen. Vielen Dank dafür, dass du auch ein bisschen in die Historie gegangen bist, denn das hat ja schon tatsächlich ein bisschen Geschichte, diese ganze Geschichte, dieser Streit. Dieter, du hast gesagt, wenn der... Ja, ich wollte dich mal wieder in die Runde reinholen hier. Weil du bist natürlich angefressen durch die Situation. Das Gute ist, du kannst immer gut verbergen. Und du hast gesagt, wenn der e.V. das Sagen hat, dann ist das Ende des Profifußballs bei Hannover 96. Ist das immer noch deine Meinung? Ja, ist immer noch meine Meinung. Und ich habe auch eine klare Meinung. Dieser ganze Vorstand sollte bitte zurücktreten. Denn die haben nicht nur... die Fans belogen, die haben auch die eigenen Mitglieder belogen. Ich weiß noch, wie sie gesagt haben, goldene Zeiten brechen an und wir suchen eigene Sponsoren. Und ich sehe nur einen Haufen Heuchler, die, das ist das Schlimme, die Ultras möchten gerne Herrn Kind weghaben. Und ich sehe nur, dass sie sogar Geld, eine Spende annehmen von Herrn Rossmann. Das ist ja auch ein Klassenfeind für die. Da wird so getan, als wenn der Herr Rossmann und Herr Kind sind befreundet, bevor der 200.000 Spende gibt, dann fragt der Herrn Kind, ob das in Ordnung ist. So läuft der Hase bei 96 und nicht anders. Und diese Leute, die da sind, kann ich nur eins sagen, ich möchte davon keinen als Manager haben. Also Leute, wenn mir einer gesagt hätte, pass auf, wir machen Putsch und du wirst Geschäftsführer, hätte ich gesagt, gehe ich lieber zum Arbeitsamt, da hungere ich lieber als sowas. Und das wollen Fußballer sein. Ich sehe, wie sie sich in den Medien verhalten. Erst waren die beiden ersten Experten da, dieser Anwalt, der nicht mal weiß, wie es ausgeht. Die haben erst mal durchs Gericht was auf die Fresse bekommen. Und jetzt kamen die nächsten beiden, Linke und der andere Vogel. Die kamen jetzt und haben uns dann noch mal alles erklärt. Aber wenn ich sie mal frage, deckt doch endlich mal eure Zahlen auf. Wie steht es um den e.V.? Habt ihr eigene Einnahmen? Da kommt das nackte... Erschrecken für den e.V. Und ich kann wirklich nur, wenn es nicht anders geht, ich weiß, dass die Ultras diese Vögel wählen. Jedes Jahr für Jahr, alle zwei Jahre oder weiß der Deibel wie lange. Aber du kriegst sie nur weg, wenn der e.V., und zwar die aktiven Sportler, sich endlich mal zusammenraufen, 1500 Leute auf die Bühne bringen und sagen so, wir wählen jetzt mal Leute, die sich mit Martin Kind verstehen. Das wäre doch ein Weg, der für den e.V. positiv ist und für Hannover 96. Wir müssen raus aus den Schlagzeilen und die hat nicht Martin Kind gemacht, sondern eindeutig ist der e.V. vorgedrängt auf ihrer Lieblingsbildzeitung, die das natürlich gerne aufgenommen haben. Das ist die Wahrheit und nichts anderes. So. Merlin, auch von dir ist es, merke ich, wird es jetzt emotional. Wie würde man heute aus Fansicht denn so einen Verein mit einer ausgegliederten Profiabteilung führen können, führen müssen, führen wollen? Das ist eine sehr gute Frage. Da liegt das Missverständnis, glaube ich. Das heißt jetzt nicht, wenn Martin Kind abberufen wird als Geschäftsführer dieser Profiabteilung, dass dann Sodom und Gomorra ist. Dann kommt da jemand anderes auf den Platz, muss nicht Carsten Linke sein, muss kein Vereinsvertreter sein. Das kann meinetwegen der Andreas Rettig sein, der da kolportiert wurde. Das können andere Sportfunktionäre sein. Das kann Markus Mann sein in zwei, drei Jahren. Das kann, nun lass mich doch auch, Dieter. Naja, den Geschäftsführer, den muss keiner mit Geld machen. Das ist gerade das Missverständnis. Nein, der Geschäftsführer, der muss Geld besorgen, das ist richtig. Wenn sich Martin Kind aus der Öffentlichkeit ein bisschen weiter zurückziehen würde, in seine Gesellschafterrolle zurückkehren würde, nicht unbedingt keine Rolle spielen würde bei Hannover 96, nur einen Schritt ins zweite Glied machen, auch weiter meinetwegen die Anteile an der KGaA halten, dann gäbe es vielleicht auch wieder Sponsoren bei Hannover 96, die wirklich Finanzkraft mitbringen. Warum hat sich denn in den letzten Jahren TUI zurückgezogen, HDI zurückgezogen, Continentale zurückgezogen? Was ist mit Johnson Controls? Was ist mit Varta? Ja, warum sind diese Unternehmen in 25 Jahren... Wer ist dazugekommen? Dazugekommen sind Familienunternehmen. Ja, klar. Wenn die Firmen Schwierigkeiten haben, dann gehen die und schützen erstmal ihre Arbeiter und nicht 96. Das ist doch verständlich. Das ist alles, was du redest, ist alles Blödsinn. Es ist kein Zufall.
Es ist kein Zufall, dass über 25 Jahre, Dieter, Familienunternehmen, Alleinherrschaft, diese ganzen modernen Großkonzerne, die die Region Hannover zu bieten hat, die Wirtschaftskraft mitbringen, die aber auch auf Compliance Wert legen, die auch auf Transparenz Wert legen, dass die sich peu à peu zurückgezogen haben. Gut. Da muss ich jetzt aber mal kurz eingraben. Das ist, ich will jetzt nicht alles vom Tisch schauen, was du da gesagt hast, aber das, was du eben gesagt hast, ist völliger Blödsinn. Also das Kind war derjenige, der es mit den Leuten, die er kannte, bei TUI geschafft hat, TUI überhaupt ins Boot zu holen. Das ist nämlich die Wahrheit und nicht andersrum. Und so war das auch mit Conti. Also das hat damit, was du da jetzt hast, das sich, glaube ich, vergaloppiert und das sollten wir, glaube ich, ganz schnell wieder vergessen. So, mit persönlicher Anschuldigung kommen wir hier nicht weiter. Ich will ja, wie gesagt, nur diese Lage einmal verstehen. Ich will auch die Fansicht verstehen. Was würdet, und ich spreche dich jetzt mal als Fan natürlich an, was würdest du verlangen jetzt von der Kapitalseite, damit das wieder zusammengeht? Oder geht es gar nicht zusammen? Wird nur einer gewinnen können? Wird entweder die EV gewinnen können mit den Fans und Ludas im Rücken oder werden die Kapitalgeber gewinnen können? Denn ich habe die Sorge, dass wenn der EV tatsächlich vieles von dem rechtlich durchbringt, dass dann Kind sagt, dann nehme ich mein Geld und gehe weg. Und dann geht Rossmann weg und dann gehen noch 10 weg. Und dann haben wir wirklich irgendwann den Sponsor beim Metzger um die Ecke. Ne? Das sind auch wieder zwei verschiedene Fragen, meiner Meinung nach. Also, das eine ist natürlich die Frage, wie geht es nach Martin Kind auf der Geschäftsführerposition weiter? Da muss wer her, den ich euch jetzt auch noch nicht nennen kann. Klar, Markus Mann ist vielleicht ein Kandidat, wenn der das noch 2-3 Jahre macht. Krösche ist jemand, der das geschafft hat. Es gibt eben auch junge Leute, die da aufstrebend sind im Markt. Das andere ist die Kapitalseite. Klar, wenn es keinen weißen Ritter gibt, dann wird auch niemand Martins Kinds Anteile kaufen. Dann wird niemand sagen, okay, ich buttere da jetzt so und so viel Geld rein. Aber gleichzeitig kommt Martin Kind auch nicht so einfach raus. Es ist ein Wirtschaftsunternehmen, das er gebaut hat und diese Anteile hält er jetzt auch, bis ein Käufer da ist. Und wenn sich der Wilkening zurückzieht, so wie es ja passiert ist, wenn sich der Matzak zurückzieht, ja, was passiert dann? Dann müssen die Gesellschafter, die da sind, die Anteile aufkaufen. Das liegt ganz einfach daran, dass kein anderer wollte. Ja? Und solange das so ist, geht eine gegenseitige Abhängigkeit in den Verein. Und solange das so ist, müssen alle miteinander klarkommen und miteinander Frieden finden. Und insofern hoffe ich auch auf ein Einsehen der Kapitalseite rund um Martin Kind, Dirk Rossmann, dass das mit dem Verein einfacher zu lösen ist als ohne. Okay, Andreas, dann fragen wir dich jetzt nochmal. Du hast zu Martin Kind einen intensiven Kontakt. Denkt er denn tatsächlich jetzt, nachdem die Situation wirklich verfahren ist, daran, sich zurückzuziehen, den Weg vielleicht freizumachen? Also er denkt schon seit ein paar Jahren daran, sich zurückzuziehen. Nur was er will, ist natürlich, dass er die Nachfolge vernünftig regelt. Und er kann die Nachfolge nur vernünftig regeln, wenn ein neuer Geschäftsführer da ist. Und aus seiner Sicht, weil er sein Geld ist, wird er, oder nicht nur sein Geld, sondern das Geld der Gesellschafter, möchte er natürlich jemanden haben oder installieren, der aus der Kapitalseite quasi kommt, ein Geschäftsführer. Und da muss er sich aber mit der EV-Seite einigen. Und das ist eben nicht absehbar, dass es da eine vernünftige Lösung gibt aus seiner Sicht. Aber der Robert Schäfer, den er ja als, es gibt ja mehrere Gesellschaften, der war ja dann schon mal Geschäftsführer von der Sales and Service und von der Arena GmbH. Das Stadion gehört ja Hannover 96, also gehört ja den Gesellschaftern. Das war ja schon mal ein Versuch, einen Nachfolger zu finden. Da haben sich die drei Gesellschafter Baum, Gregor Baum, Rossmann und Kind zusammengesetzt, haben gesagt, Robert Schäfer, der ehemalige Düsseldorfer Geschäftsführer, das ist unser Mann, der wird das. Der ist so ziemlich schnell auf Ablehnung des e.V. gestoßen und dann gab es aber auch interne Verwerfungen und da war ziemlich schnell klar, nee, der ist es nicht. So, aber das war der erste Versuch, schon mal jemanden zu installieren. Das liegt jetzt, glaube ich, auch 2 oder 3 Jahre schon zurück. Also er möchte zurücktreten oder sich zurückziehen, aber das geht natürlich nicht, wenn keiner da ist, der quasi so dafür sorgt, dass die Investitionen, die sie getätigt haben, auch sicher verwaltet werden. Und das ist die klare Ansage von ihm, er wird auf keinen Fall zulassen, und ich denke, das wird auch so kommen, das sollte der EV ihn tatsächlich abrufen, dass da irgendjemand über das Geld verfügt von Herrn Rossmann, Herrn Kind oder auch Herrn Baum. Da wird es auf jeden Fall Möglichkeiten geben und die haben sie auch durchgespielt, dass es da nicht so kommt, dass ein vom EV eingesetzter Geschäftsführer, ein neuer, irgendwas mit dem Geld von den Herrschaften anfängt. Das ist jetzt die entscheidende Frage.
Also könnte der e.V. jemanden einsetzen gegen den Willen der Kapitalseite? Scheint ja irgendwie eine kleine Lücke zu geben. Und jemanden einsetzen, der die Geschäftsführung übernimmt und Martin Kind kann quasi nichts machen? Muss seine Anteile verkaufen oder wie? Ja, in letzter Konsequenz kann der Verein das. Das sagt 50 plus 1 aus. Was die Gerichte jetzt gerade ausfechten, übrigens Andreas, auch da, das OLG Celle, kann durchaus auch nochmal eine ganz andere Ansicht vertreten. Das ist juristisch tatsächlich gar nicht so eindeutig, ob das jetzt mit dem Aufsichtsrat, so wie der besetzt ist und so, ob das tatsächlich die Abberufung sozusagen blockiert. Es kann gut sein, dass das OLG Celle eine andere Ansicht vertritt. Das, ja, genau, aber dass wir dann auch in der Situation sind tatsächlich, dass Martin Kind als Geschäftsführer abberufen ist. Und dann ist es nicht so einfach zu sagen, es sind Mittel geflossen, von denen wir A, nicht wissen, wie genau die geflossen sind. Der Verein sagt, das meiste sind Darlehen. Dann gibt es Spekulationen um Zuwendungen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ihr wisst es auch alle nicht. Die Kapitalseite weiß es, sie sagt es uns aber nicht. Und dann haben wir keinen Geschäftsführer, der das irgendwie kommunizieren kann. Ja, das ist ein großes Problem. Aber dieses Problem müssen die Parteien zusammen lösen. Und Herr Kind hat sich mit seinen natürlich Kompagnons in den letzten Jahren meines Erachtens nicht darum bemüht gemacht, die Dinge möglichst auf einer gemeinsamen Basis mit dem Verein zu regeln. So, Schlusswort. Wir kommen zurück zum Fußball, da wir uns ein bisschen auskennen. Und ich denke mal, wir haben schon gemerkt, dass in diesem Mikrokosmos hier vorne bei diesen fünf Menschen die Emotionalität schon hochkommt. Ich bin ein bisschen schlauer geworden. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, dass wir, ja Dieter, ich hoffe, dass wir nachher trotzdem alle noch ein Bier miteinander trinken und gut miteinander reden. Kommen wir also jetzt wieder zum Fußball, oder, meine Damen und Herren? Ist schwierig hier. Aber ich wollte Ihnen mal beweisen und zeigen, wie schwierig das zwischen diesen Parteien wahrscheinlich tatsächlich ist und wie es da hergeht. Und ich glaube, das wird wirklich ganz schwierig und es wird über die Gerichte gehen, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass da alle an einen Tisch gehen, so wie wir es hier heute zumindest probiert haben. Dieter, wer sind nach 5 Spielen, sind deine Favoriten auf den Aufstieg? Wen hast du ganz vorne? Sind das tatsächlich Darmstadt, Paderborn, die jetzt vorne stehen oder wer ist dein Kandidat? Also erstmal, der HSV scheint wieder nicht dabei zu sein, das hatte ich ja vorher gesagt. Vierter, wie immer, ne? Wie immer, Vierter. Also Darmstadt, muss man sagen, Kompliment, hat er wieder geschafft, der Lieberknecht, die Mannschaft wirklich in Schuss zu bringen. Paderborn weiß ich nicht, ob sie dieses hohe Niveau halten können. Ich habe so ein bisschen in Düsseldorf gedacht noch, dass die dazu stoßen. Also es sind 2-3 Mannschaften, die dabei sind. Aber man sieht ja nur mal am Beispiel Bielefeld, wie schwer das ist, in dieser zweiten Liga anzukommen. Und zu 96, das ist ja auch immer, da fragt ja auch immer, warum nicht. Ich glaube, was ich vorhin gesagt habe, da fehlt was, vorne einer. Aber ich glaube, dass wir dieses Jahr doch eine Rolle spielen, einstellig sind. Und vielleicht, wenn dann finanziell was da ist, denn man muss ja sagen, die Spieler, die geholt wurden, waren fast ablösefrei alle, dass wir dann im nächsten Jahr wirklich mal versuchen können, aufzusteigen. Das ist auch das, was ich auch nicht verstehe. Ich glaube schon, ich komme noch mal zurück, dass der Martin Kind gerne abtreten, aber dann, wenn ein Höhepunkt da ist. Also ich glaube, ein Aufstieg wäre was. Auch ein Markus Mann habe ich auch schon mal in Erwägung gebracht, weil der gut mit Geld umgehen kann. Der kann also mit Kapitalseite und mit den Ultras zusammenarbeiten. Ich sage extra nicht Fans. Und ich glaube, dass das vielleicht eine gute Lösung ist. Aber dann muss man versuchen, zumindest von der EV-Seite dafür zu sorgen, dass wir erfolgreich sind. Und mit diesen Sachen werden wir nie Erfolg haben und werden nie aufsteigen, wenn wir uns so uneins präsentieren wie heute. Berlin, wo landet 96 in dieser Saison? Erste, zweite, dritte oder eher oberes Mittelfeld? Ich fürchte, da bin ich mit Dieter dann doch am Ende des Abends einer Meinung. Einstellig wird es. Ob es für den Aufstieg reicht, das wage ich zu bezweifeln. Aber Leitl hat ja gezeigt, dass er das ganz gut kann. Über 2-3 Jahre eine Mannschaft aufbauen, die dann aufsteigt und hoffentlich dann auch erste Liga spielt und in der ersten Liga bleibt. Ja, Mirko, mit dir waren wir in der ersten Liga. Wer steigt auf? Also ich hatte von Anfang an eigentlich Nürnberg auf dem Zettel. Nürnberg. Spanne ich nochmal den Bogen zu Dieter Hecking. Ja. Sehr guter Kandidat, finde ich. Der ist auch noch nicht fertig. Ich glaube, alle kommen damit gut klar mit Dieter Hecking, also der e.V. und auch Martin Kind. Gut. Vielleicht ist das mal ein schöner Ansatz. Also ich hatte Nürnberg auf dem Zettel. Ich hatte... Man muss so sprechen, dann kommt man auf Namen. So.
muss nur miteinander sprechen, da hast du recht. Ich hatte von Anfang an St. Pauli auf dem Zettel und natürlich auch den HSV. Du sagst, der HSV ist schon raus. Ich bin mir da nicht so sicher, obwohl es da gerade ja richtig Theater gibt. Also ich fand St. Pauli zum Beispiel, wir hatten kurz darüber gesprochen, gegen Hannover irgendwie einen Ticken reifer als die 96er. Ein bisschen reifer irgendwie. Nicht besser als im letzten Jahr, aber sie waren irgendwie reifer, aber sie haben es jetzt auch nicht so richtig bestätigen können. Paderborn glaube ich auch nicht, dass sie das durchhalten können. Also es ist ein spannendes Rennen und eine Chance ist da. Ich glaube, dass Hannover unter die ersten sechs kommt. So, also das ist so diese die Range, finde ich so. Da kann von mir aus alles passieren, von 1 bis 3 am liebsten oder bis 2. Das wäre das aber Beste. Aber so den ganz sicheren Aufsteiger gibt es noch nicht. Nee, so ganz sicheren, weiß ich nicht, die gibt es irgendwie nicht. Heidenheim ist ja auch wieder stark dabei, am Ende haben sie es dann meistens nicht geschafft. Also irgendwie muss man ja auch immer gucken in die letzten Jahre. Ich glaube, dass die letzten 5 Spieltage dann immer doch noch irgendwie Veränderungen herbeiführen. Und da muss man halt richtig präsent sein an Andreas? Den letzten Tagen. Erstmal zu Hacking. Also mit Hacking spreche ich relativ regelmäßig und ich habe ihn schon mehrmals darauf angesprochen, auf die Geschäftsführerposition. Und er hat auch immer wieder gesagt, er sei mit 96 noch nicht fertig. Es ist durchaus eine Idee, aber ich glaube, dass er jetzt in Nürnberg nochmal weitermacht, erstmal für ein paar Jahre. Hat er vielleicht nur eins, ja, weil er dann, ja, genau, das ist eine Entscheidung mit seiner Frau und so, alles nicht so einfach. 96, glaube ich, wird in dieser Saison auch eine ruhige Saison erleben, hoffentlich irgendwo im Mittelfeld spielen und nicht in den Abstiegsstrudel kommen. Das ist ganz wichtig, dass man da unten irgendwie raus ist, jetzt erstmal schon mal und dass man da auch bleibt. Aber ich glaube auch, dass es für ganz vorne nicht reicht, denn ich glaube, da kann man beim von Mirkos Zeit auch lernen, denn da als in den hattest du in deinen erfolgreichen Zeiten immer super Stürmer vorne. Du hattest Abdelaue, du hattest Diouf, du hattest Yakunan. Und ich glaube, da sollte man auch in so einem Trisoldi oder so nicht überfrachten. Das ist schon toll, dass Leitl den so auch so fördert. Das macht er ja super, aber der kann auch gut mal aus der zweiten Reihe kommen. So, da sehe ich, für ganz vorne reicht es nicht. Aber vorne sehe ich jetzt tatsächlich Paderborn. Das ist schon eine Mannschaft, die in der letzten Saison waren die auch lange schon oben dabei, sind dann am Ende ein bisschen abgekackt. Aber Darmstadt, glaube ich, auch mit Lieberknecht, die waren im letzten Jahr auch dran. Es hätte auch passieren können, dass sie mit hochgehen. Ich glaube, die beiden sind diesmal wirklich oben lange dabei. Ja, und der HSV, weiß ich nicht, vielleicht mal wieder Relegation, aber sowas vielleicht. Mirko, wir schauen noch mal eben auf das Spiel gegen Fürth am Sonntag um 13.30 Uhr. Die Fürther sind noch nicht so richtig in die Saison reingekommen, nicht so im Flow, stecken tief drin. Was für ein Problem hat die Mannschaft? Ist das dieses übliche Eingewöhnungsproblem? Also, nee. Also absteigen ist immer problematisch, weil dann sich ja alles ändert plötzlich. Auch viele Neuerungen sich dann auftun in dem Team. Aber ich habe jetzt das letzte Spiel in Kaiserslautern mal ein bisschen genauer geschaut. Da waren sie ja total dominant, 66% Ballbesitz, 24-10 Torschüsse. Sie haben insgesamt 10 Gegentore kassiert. Das ist ein Problem, was sie haben. Also sie stehen defensiv noch nicht so stabil. Und sie treffen halt vorne nicht. Also bei so vielen Chancen, 26 Torschüsse, wenn du dann davon vielleicht 4 oder 5 aufs Tor bringst und hast gute Chancen, dann gewinnst du so ein Spiel. Aber sie sind halt nicht effektiv. Kaiserslautern hat es vorgemacht, sie waren viel effektiver und deswegen haben sie 3-mal unentschieden gespielt und 2-mal verloren. Also da fehlt was, genau wie bei Hannover, ganz vorne. Dieter, 1-0 gegen Regensburg, 4-0 in Magdeburg. Du gehst am Sonntag in die Kabine und sagst der Mannschaft was vom Schwirtspiel. Ich gehe nicht in der Kabine, sondern werde wahrscheinlich wieder so ein leckeres, alkoholfreies Bier genießen. Ist auch nicht meine Welt, aber nee, ich hoffe ganz einfach. Ich hoffe einfach, dass wir wieder eine Mannschaft sehen, die will, die total fokussiert ist. Ich meine, wir hatten ja auch genug Ärger mit Fürth und den gönne ich schon die Niederlage, muss ich auch deutlich sagen. Das ist ja, das war ja auch so eine blöde Geschichte eigentlich, wo es um nichts ging. Das ist nun mal im Geschäft, dass vielleicht ein Verein einen anderen Trainer gut findet. Aber das wäre schon schön, wenn wir gewinnen würden. Und ich vertraue der Mannschaft, vertraue den Trainer. Und vielleicht können wir trotz allem so ein bisschen Aufbruchstimmung uns erhalten und wieder gerne ins Stadion sehen, weil wir eine gute Mannschaft haben. Andreas, ist eigentlich jetzt zwischen Fürth und 96 alles ausgeräumt? Es gab ja da das Fürther Wochenblatt und den Metzger um die Ecke und diese Sachen, die Dieter an dieser Stelle ja damals erzählt hat und die eine andere Zeitung. Bei mir auch nicht. Der Manager hat ja gesagt, ich hätte zu viele Kopfbälle gemacht. Das würde ich ihm gerne im persönlichen Gespräch zeigen, wie das geht, ja.
Also wie gesagt, es ist scheinbar noch nicht alles ausgeräumt, aber es gab ein paar Nebengeräusche natürlich, aber am Ende wird, glaube ich, Asusi, der Manager von Fürth, ganz froh gewesen sein, dass 96 die Ablöse von 500.000 überwiesen hat. Die können sie nämlich ganz gut gebrauchen. Also Leitl hat da relativ offen am Dienstag drüber gesprochen, wie das so war in Fürth. Also es war für ihn ein Traum natürlich mit so einem kleinen Verein wie Fürth, das ist ja nicht Hannover oder Nürnberg oder Düsseldorf, das ist irgendwie so eine kleine Nische. Wenn du mit denen aufsteigst, das ist ein Traum, das ist was Besonderes. Und dann kommst du hoch und verlierst die halbe Mannschaft. Der David Raum ist weggegangen nach Hoffenheim und noch ein paar andere wichtige Spieler. Anton Stach ist nach Mainz gegangen, beide sind Nationalspieler geworden mittlerweile. Da gab es noch ein paar andere, Jeckel nach der Innenverteidiger nach zu Union Berlin. Also er hat die halbe Mannschaft verloren. Und dann bist du aufgestiegen und hast eine Mannschaft, die quasi nicht Bundesliga-tauglich ist. Dann musst du da, dann siehst du einen, kriegst eine Klatsche nach der anderen. Das war, er hat direkt gesagt, das war keine angenehme Saison, hat auch keinen Spaß gemacht. Wir sind ja nicht Touristen und fahren überall rum und freuen uns, dass wir mal gegen Dortmund spielen dürfen, sondern die wollen dann halt auch gewinnen. Und wenn du das machen willst und einfach keine Chance hast, weil du nicht in der Lage bist dazu, dann war das... Aber da muss ich auch mal sagen, ich fand trotzdem, dass die Fürther das gut gemacht haben. Also andere Vereine, glaube ich schon, die hätten dreimal den Trainer noch gewechselt, hätten noch 5 geholt, die irgendwo noch beim Arbeitsamt als Spieler rumschwören und meinten dadurch das. Sondern ich glaube, ich weiß, wie schwer das ist, wenn man nur verliert als Trainer, ganz klar. Das tut weh, aber ich fand schon, sie haben es niveauvoll gemacht. Der Leitl ist aus dieser Situation sehr gut rausgekommen, auch ganz klar. Und ich glaube, der Verein hat sich auch ein bisschen gesund geschrumpft dadurch, dass sie so fest an ihrer einen Mannschaft geglaubt und der das auch zugetraut haben, dass sie Spiele gewinnen. Das hat sie zum Schluss getan. Und ich fand das ganz okay, wie sie es gemacht haben. Gut, die letzten inhaltlichen Fragen für heute hat Josina Kelz aus dem Social-Media-Bereich. Hallo. Schön, wieder hier zu sein. Schön, euch alle zu sehen. Schön, Sie wieder zu sehen, Herr Slomka. Das letzte Mal habe ich Sie interviewt beim Golfspielen in Garbsen, heute hier. Das hat er aber super gemacht. Also. Die erste Frage kam von Judith auf Instagram, ist aber gar keine Frage. Sie wollte nur schreiben, einfach nur Danke. 4 Jahre waren Sie für 96 verantwortlich und führten die Mannschaft in den Erfolg. Das wollte die Userin mal loswerden. Jetzt zu der ersten richtigen Frage, die kommt von Alexandra und die lautet, würden Sie zu 96 zurückkehren als Trainer? Als Trainer war eine ganz wichtige, wichtige Zusatzinformation. Also ich glaube, ich war, ja, James Bond, oder? Never say never again, aber ich glaube, das ist jetzt echt kompliziert mittlerweile. Also ich kann mir viel vorstellen, aber momentan finde ich erstens, dass Stefan Leitl ein super Typ ist. Mirko, Geschäftsführer? Ich habe tatsächlich mal darüber nachgedacht, eine andere Rolle einzunehmen, ja, das stimmt. Aber auch da würde ich in der Tendenz eher sagen, ich müsste näher an die Mannschaft. Ich wäre eher so ein Typ Sportdirektor und weniger ein Typ Geschäftsführer. Auch wenn ich jetzt Mathematik studiert habe, möchte ich mit diesem Zahlenkram und dem rechtlichen Zeug eigentlich relativ wenig zu tun haben und möchte mich lieber um eine Mannschaft kümmern. Okay, die nächste Frage kommt vom Fanfarenzug Altlinden. Bereuen Sie es, ein zweites Mal Trainer bei 96 gewesen zu sein? Nee, auf gar keinen Fall. Also das war am Anfang schon wirklich kompliziert. Ich hatte vorhin so ein bisschen über Wallacy und ein paar andere Spielernamen, Jonathas und sowas gesprochen. Wir hatten mit Jan Schlaudorf auch einen neuen Manager und das fühlte sich alles wirklich gut an, fühlte sich wirklich sehr, sehr gut an. Das erste Mal habe ich gezweifelt an meinem dritten Arbeitstag, weil mir wurde zugesagt, dass ich einen eigenen Assistenten mitnehmen darf. Der wurde mir obwohl der Assistent schon in seinem alten Club gekündigt hatte, wurde der mir am dritten Tag dann wieder gestrichen. Dann habe ich gesagt, eigentlich komische Situation, ob ich mal besser aufhöre, weil das ist irgendwie, war jetzt so, also es war irgendwie komisch. Dann habe ich gedacht, nee, das, okay, alles klar. Die anderen waren ja auch gut, aber man hat ja so einen persönlichen, ja, so ein Feeling, was man braucht als Trainer an seiner Seite. Und das hatte ich dann irgendwie nicht. Aber ich bereue es auf gar keinen Fall, weil ich diesen Verein, ich liebe dieses Stadion, ich finde das fantastisch, dieses Gelände, ich finde die Stadt toll und ich werde hier nach wie vor irgendwie gut aufgenommen in der Stadt und das gefällt mir. Ja.
Die nächste Frage kommt von Norbert, der heute Abend auch hier ist. Mit seiner Frage hat er nämlich Karten für heute Abend bei Instagram gewonnen. Warum konnten Sie in Ihrer zweiten Amtszeit nicht an die Erfolge von früher anknüpfen? Also von der ersten Amtszeit. Ich glaube, du weißt es vielleicht noch, 17 neue Spieler hatten wir, glaube ich. Ich kann mich erinnern, mein erster Trainingstag war irgendwie 12 Spieler dabei und das zog sich so durch die ganze Vorbereitung. Es dauerte und irgendwie dieses ganze Hickhack hin und her und Spieler gehen und Spieler kommen und so, das tut so einer Mannschaft nicht gut. Ich freue mich für jeden Trainer, wenn 1. September ist, wenn diese Transferperiode vorbei ist, weil dann hat das Theater endlich ein Ende, dann kann man sich auf die Sache konzentrieren, man kann mit der Mannschaft, mit den Spielerpersönlichkeiten viel besser arbeiten. Das hat nicht so gut hingehauen und es gibt noch einen ganz wichtigen Aspekt, der mich auch ein bisschen geärgert hat. Als ich angefangen habe, ging es nur darum aufzusteigen. Es ging wirklich nur um Wiederaufstieg. Ja, und es gibt Kleinigkeiten, die entscheiden. Wir haben vorhin über das 3-3 gesprochen in Karlsruhe. Ich glaube, wenn wir da 3-2 gewonnen hätten, dann wäre ich wahrscheinlich heute noch Trainer. Passiert alles. Dann haben wir zu Hause, nachdem ich entlassen worden bin, haben wir zu Hause 1-1 gespielt. Und ich kann mich sehr gut erinnern, nach der 1-0-Führung, wo wir total dominant waren, läuft Duxi allein aufs Tor zu und schießt halt über das Tor. Ja, können Sie sich alle noch erinnern, allein aufs Tor ungefähr von der Mittellinie. Ja, macht er öfter, aber normalerweise ist Duxi ein sicherer Torschütze. Und gerade aus so einer Situation macht er die normalerweise gerne. Zu dem Zeitpunkt hat er nicht so gut getroffen und wir kassieren halt 1-1, Stadion pfeift und so und ja, die neue Presse ist auch nicht unbedingt auf meiner Seite und Dieter auch nicht und so, ja, komm, der muss weg. Und dann, jetzt kommt aber der entscheidende Aspekt, als ich weg war, da ging es gar nicht mehr um Aufstieg. Da kam Kenan Kocak und dann ging es nur darum, Klassenerhalt. Da habe ich gesagt, hä? Verstehe es nicht, das hättet ihr so geschafft. Eine Anschlussfrage direkt darin, hat Ihnen die zweite Amtszeit geschadet? Ach, es gibt viele Momente in so einem, im Leben sowieso, in jeder Arbeitswelt, wo man Entscheidungen trifft, die vielleicht nicht gut sind, die vielleicht hätten anders ausfallen müssen. Ich hatte ein super Gefühl. Ich glaube, die schwierigere Entscheidung war damals zum KSC zu gehen. Das, würde ich sagen, war jetzt nicht die allerbeste Idee, wobei ich einen super, super, super Kontakt hatte zu Oliver Kreuzer, der ja auch mein Manager war in Hamburg. Und der hat mich echt überzeugt, so innerlich auch überzeugt. Das war vielleicht zu früh zu dem Zeitpunkt, da war ich noch nicht so richtig mit dem HSV fertig. So irgendwie hat das nicht gepasst. Aber zu Hannover zurückzukehren, zweite Amtszeit, irgendwas hier zu machen, das würde ich nie bereuen. Sehr schön. Die letzte Frage kommt von Silvia, die hat mir am besten gefallen, beziehungsweise mich sehr amüsiert. Und zwar, lernt man als Fußballer eigentlich als erstes, sich so theatralisch fallen zu lassen und sich vor Schmerz zu krümmen? Oder? Das war's. Nee, das lernt man natürlich nicht. Ich persönlich glaube, es ist auch weniger geworden. Das liegt natürlich auch daran, dass es jetzt in der Bundesliga oder in den europäischen Ligen nicht mehr vorkommt oder seltener vorkommt, weil halt der VAR ja in Köln oder im Keller sitzt und das sowieso sieht. Und die Vorbildfunktion der Profis hat sich dadurch ein wenig verändert, verbessert und somit ist das auch, glaube ich mal, in den unteren Ligen, auch im Nachwuchsbereich, nur noch geringfügig ein Thema. Aber Diskussionen über A und B und VAR und so ist auch schön, dass wir das weiterhin haben, weil das macht den Fußball auch ein bisschen aus. Tut es denn wirklich so weh, wie es meistens aussieht? Wie bitte nochmal? Tut es denn meistens wirklich so weh, wie es aussieht, wenn dieser theatralische Sturz kommt? Du hast kommt? Richtig Schmerzen gehabt früher immer, oder? Ich habe mich nie fallen lassen, also das weiß ich. Dankeschön. Dankeschön, Dank. Josina. Vielen Dank für die Fragen aus dem Social Media. Wir kommen zum Ende zu unseren beiden Tipps. Es geht am Sonntag 13:30 gegen Greuther Fürth und eine Woche später, genau zur selben Uhrzeit, im Ostseestadion gegen Hansa Rostock. Wir tippen diese beiden Spiele. Dieter beginnt. Beide Male gewinnen wir 2-1. Merlin. 1-0 und 1-2 für uns. Auch 6 Punkte. Mirko. Ja, 6 Punkte tippe ich auch, aber immer zu 0. Also ein schönes 3-0 zu Hause und ein lockeres 1-0 oben in Rostock. Okay. Andreas? Also ich sehe nur 4 Punkte, also ein Heimsieg gegen Fürth 2-0 und in Rostock ein 1-1 ist auch in Ordnung. Okay, so meine Damen und Herren, das war der 100.
45. Anstöße, den 146. kennen wir auch schon. Der Termin wird sein am Mittwoch, den 28. September. Es ist ja das Spiel gegen den ewigen vierten Hamburger Sportverein. Und es kommt eine lange Latte, die fast 500 Bundesligaspiele lang im Tor des HSV und von Freiburg stand und seine Karriere bei 96 hat auskündigen lassen als Mann hinter Robert Enke, das ist natürlich Richard Ritchie Goltz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke, dass Sie da waren. Vielen Dank an die Runde hier. Und ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen. Dankeschön. Schönen Abend. Tschüssi.